Und hier mein Herz, willkommen YouTube wieder bei uns. Mein Name ist Star Tracks und willkommen zum erneuten League of Legends A bis Z Commentary. Heute mal nicht live kommentiert. Warum, fragt ihr euch? Ja, der Grund liegt einfach daran, dass ich es nicht geschafft habe, meine Visage aufzunehmen. Das liegt nicht daran, dass ich zu potthässlich dafür bin. Nein, das liegt daran, dass ich es nicht geschafft habe, auf die Taste Aufnahmen zu klicken. Ich aber das Commentary so im Großen und Ganzen ganz gut fand und auch das Gameplay, was dahinter liegt. Deswegen würde ich sagen, machen wir das heute mal als Ausnahme, dass ich Jarvan euch heute im A bis Z mal nachkommentiert präsentiere. Ich habe immer noch nicht irgendwie einen Zettel vor mir liegen, wo ich über ihn rede, was seine Stärken sind, was seine Schwächen sind. Ich sag euch einfach meinen Eindruck von dem Game, was ihr hier gerade seht. Wie gesagt, wir spielen ganz normal Jarvan im Jungle, was sich eigentlich auch so gehört. Ich weiß, man kann ihn auch auf der Top oder auf der Bot, ne, nicht auf der Bot, aber in der Midlane spielen. Aber ich finde, die Arbeitssets sollten einem immer noch mal ein bisschen was über den Champion sagen und auch so ein kleiner Mini-Guide sein für die Leute, die den Champion mal vielleicht ausprobieren wollen, wie mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Jarvan-Main-Spieler. Also wenn ihr hört, Azir-Main, bin ich natürlich auf dem Challenger-Niveau. Aber bei Jarvan sieht es einfach so aus, dass ich ganz ehrlich zugeben muss, dass ich Jarvan nicht häufig gespielt habe und dass das im A bis Z heute das erste Mal war, dass ich Jungle seit dem Patch gespielt habe. Das ist auch der Grund, warum jetzt erst wieder ein A bis Z kommt, weil ich hatte einfach Schiss. Warum ich Schiss hatte, seht ihr im Laufe des Games noch. Ich will hier auch nicht spoilern, deswegen überlasse ich euch einfach das Commentary hier. Werde ein bisschen was zu Jarvan sagen. So, die Fähigkeiten sollten eigentlich jedem bekannt sein. Ich gehe so jetzt mal über Fleeks jetzt mal kurz. Wir haben hier einmal die Standarte, die ihr gerade im Spiel seht. Die gibt mir einmal passiv Attack Speed. Und wenn ich die Standarte benutze, also so, dass die auf dem Boden liegt, erhalten meine Verbündeten und ich nochmal Bonus Attack Speed. Also, so ist die Standarte auch für Teamfights sehr, sehr nice. Ja, direkt von den Golems halt zum Red Buff mit dem Q geskillt. Der Q ist sozusagen meine Main-Fähigkeit, die ja AD-Schaden verursacht und ja, die Champions, die ich dadurch hitte, deren Rüstung verringere. In Verbindung mit der Standarte, wenn ich meine Standarte auf den Boden lege, hinter den Champion und dann mit der Q da drauf zu dashe, dann grabt sich Jarvan sozusagen an die Standarte und pullt alles nach oben, also knockt alles ab, was ihr durch diese Flugbahn da erreicht. Ihr seht gerade, dass ich starke Probleme im Jungle habe, allein aus dem Grund, da ich aus Versehen AP-Runen mitgenommen habe. Und, ne, AP-Masteries und AD-Runen, das war eigentlich nicht so geplant. Ja, und was mich halt total gestört hat, dass es erstens das neue Item gibt, also die neuen Items für Jungler, die euer Smite beeinträchtigen. Und dann zusätzlich nochmal, dass ihr einen komplett anderen Jungle-Verlauf habt. Ihr startet zum Beispiel jetzt neuerdings bei den Golems, seid dadurch Level 2 und geht dann zu einem Buff. Und ihr habt gerade gesehen, ich habe 2 Healpots, habe mir meinen Smite für den Red Buff aufgehoben, habe die Golems schnell gemacht und habe ab dem Jungle-Camp, wo ich mich jetzt gerade wieder befinde, übelst reingeschissen. Das ist nicht das einzige Mal, wo ich gerade in diesem Game reinscheiße, aber mit dem Spoilern, das wollten wir ja unterlassen. Es ist auf jeden Fall ein Gameplay, was man sich anschauen kann. Ich war echt schockiert, wenn ihr meine Game History, wenn ihr mein Account jetzt mal über eine Website sucht, werdet ihr sehen, dass es das erste Mal ist, dass ich Jarvan auf diesem Account gespielt habe. Ich. Und jetzt nicht sagen, oh, du hast doch einen Skin. Ja, das ist halt der Fall. Wie gesagt, ich versuche euch hier was über Jarvan mitzubringen, auch wie man ihn bildet. Und, ja, meine Eindrücke zu Jarvan. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Jarvan ist ein Champ, den man wirklich in jeder Teamaufstellung gut gebrauchen kann. Allein durch seinen CC, er hat halt viel CC, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat einmal den CC, dass er gegnerische Champions knock-upen kann, wie ihr das auch im Laufe des Games noch oft genug sehen werdet. Wie jetzt hier gerade bei den Wölfen, dieser Knock-up, den ich gerade gemeint habe. Und dass ihr mit eurer Ulti einfach Teamfights so gut entscheiden könnt, das ist wirklich extrem.
Ich gehe nochmal weiter auf seine Fähigkeiten ein. Ich habe jetzt Q und E erklärt. Kommen wir zur Passiven. Seine Passive erlaubt es ihm, den ersten Attack, den er auf einem Monster, Vasall, Champion macht, zusätzlich 10% seines derzeitigen oder seines Max-Health des Champions, den er angreift, oder Monster, abzieht. Ihr seht das jetzt hier bei den Golems. Der erste Attack macht 209 Schaden, der Rest macht weniger. Das ist halt einfach daran, dass es seine Passive ist, die aber mehrmals ausgelöst werden kann. Ich glaube, die kann alle 10 Sekunden auftreten. Jetzt seht ihr einmal diesen einen Fail, den ich im Jungle mache. Das ist wirklich der einzige Fail. Da wird auch nichts weiter kommen, aber es ist mir einfach passiert, dass ich an einem Jungle Camp verreckt bin. Gehen wir nicht weiter drauf ein. Ihr ignoriert einfach gerade das, was ihr gesehen habt und lauscht einfach meiner zarten, sanften Stimme, die davon ablenken will, dass ich gerade beim Golem gestorben bin. Also wie gesagt, Passive von Jarvan kann alle 10 Sekunden auftreten, ihr verursacht mehr Schaden durch den ersten Auto-Attack. Und das macht Jarvan auch zum Bruiser, wirklich. Ihr seid später einfach tanky und könnt noch den AD-Carry töten. Das ist auch im Grunde genommen euer Ziel. Ihr versucht mit Jarvan den gegnerischen AD-Carry so lang fernzuhalten, bis euer Team friert. Kommen wir zu seinem W, den skill ich auf Level 4. Das erste Mal ist auch der letzte Skill, den ihr maxt. Das ist ein kleiner Shield, der in dem AOE-Radius gegnerische Champions auch noch slowt. Das heißt, ihr drückt die Taste, ihr bekommt instant den Shield und slowt instant Gegner. Das ist einfach so. Es ist sozusagen wie ein, wie kann man sagen, Randuins. Da habt ihr das Schild einmal gesehen. Ihr slowt, ihr kriegt ein Shield und das war's. Wie gesagt, ist nur eine zusätzliche Fähigkeit, die auf Level 18 auch sehr hilfreich ist, aber bevor ihr wirklich eure anderen Spells gemaxt habt, ist sie wirklich nicht so stark. Also dementsprechend empfehle ich es euch, entweder den Q oder den E zu maxen. Wie gesagt, der Q ist mehr so für den Damage, der E ist halt für den Attack Speed und um euer Team zu unterstützen. Ich mache das hier in dem Fall so, dass ich hier auf Damage gehe. Ich war hier verwirrt. Hier habe ich eine kleine Frage an euch. Dieses grüne Ding, was gerade da hochgeflogen kommt, ist das nur so, dass unser Team das sieht? Oder ist das auch so, dass das Gegnerteam diesen Bereich, der jetzt auf der Minimap aufgedeckt ist, sieht? Da war ich ein bisschen verwirrt, um ganz ehrlich zu sein, weil ich hatte Angst, jetzt diesen Frosch da oben zu machen, weil ich mir nicht sicher war, was das Ding da überhaupt zu bedeuten hat. Es ist einfach so. Jetzt nochmal zu Jarvan, also im Endeffekt würde ich euch empfehlen, Jarvan Off-Tank zu spielen. Also in diesem Gameplay, ich kann euch ja wenigstens verraten, was ich kaufe, sieht es so aus, dass ich am Anfang mir dieses Jungler-Item kaufe, was mir Attack-Damage, Cooldown-Reduction und das mein Smite gegnerische Champions-Load gibt. Und im Fight nochmal Health-Rack, also Lebens-Rack. Ist einfach must-have als Jarvan. Hier nochmal ein schöner Fight hier gegen den Grace, bevor ich gleich vom Thema abkomme. Hier habt ihr das Shield einmal zum Slowen gesehen. Da der Smite auf gegnerische Champions. Und hup, kommt die letzte Standarte. Oder der letzte Dash, wie man es auch nennen möchte. Also wie gesagt, auf Jarvan nochmal, damit ich hier mich nicht verplapper. Das musste ich euch gerade nochmal kurz sagen, dass ich den Grace hier gerade 1A, der ohne Mana hatte, ohne Flash, 1A zerruppt habe. 1v1 MLG Pro. Ihr baut also das Jarvan-Item, ich bin heute schon wieder durch. Ihr baut also das Jungler-Item, das heißt hier Krieger, also Warrior. Dann, wenn ihr das ausgebaut habt, hab ich mir hier die Movement-Speed-Schuhe geholt, also die gelben. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Das heißt, wenn ihr off-fight seid, dass ihr so einen übelsten Movement-Speed bekommt. Ninja war es nicht. Ninja, es war die gegen ADs. Also, dass ihr Armor bekommt. Die heißen... Ich habe den Namen vergessen. Aber ihr wisst, welche Schuhe ich meine. Ihr habt ja auch zum ersten Mal meine Ulti gerade gesehen. Also, gegnerische Champions, dann erkläre ich die Attacke direkt mit. Ihr erstellt einen Kataklysmus, um den Champion, auf den ihr die Ulti macht, und erschafft also eine Arena, aus die ihr und der gegnerische Champions und eure verbündeten Champions nicht rauskommen.
Ihr könnt die Ulti nochmal aktivieren, dann brecht ihr das ab. Verursacht AD-Schaden, also ihr dankt sozusagen den Champion. Hier, wie heißen die? Boots of Mobility, dankeschön. Verursacht AD-Schaden und kann im Teamfight wirklich wichtig sein. Stellt euch vor, ihr habt eine Orianna und ihr habt einen Jarvan. Die Orianna gibt euch das Shield, sodass der Ball um euch ist und dann engagiert ihr auf das gegnerische Team. Ihr dankt vielleicht drei Leute damit. Ihr habt drei gegnerische Champions also in dieser Arena drin. Und dann drückt die Orianna einfach nur noch R und W. Ulti und dann nochmal der AOE-Schaden. Wisst ihr, was mit dem gegnerischen Team passiert? Da kann das noch so gefeedet sein. Wenn der Orianna ein bisschen AP und Magic Penetration hat, super Teamfight. Klappt immer. Oder eine MF noch im Hintergrund, die einfach mal ihre Ulti da durchballert. Super geil. Das dazu. Wir waren beim Itembild. Ich kaufe mir jetzt also die Boots of Mobility am Anfang, um mehr roamen zu können. Hier war die Shyvana ein kleines Arschloch, kriegt mich aber trotzdem nicht tot. Tut mir leid für Spoiler, aber ich habe mich so über die aufgeregt, dass sie mich einfach da gecampt hat. Boots of Mobility, die verkaufe ich später und gehe dann halt auf Mercuries. Ist halt sehr wichtig. Nach den Mercuries habe ich, oder die Mercuries kommen ja erst später, also nach dem Boots of Mobility gehe ich auf mein erstes Tank-Item, das ist das Randuins. Nach dem Randuins gehe ich auf das Magic Resist Item, was aber auch euer Team unterstützt, indem es euch ein Schild gibt, dieses Iron Solari oder Iron Solari. Ihr wisst auf jeden Fall, welches Item ich meine, womit ihr eurem ganzen Team ein Schild gibt und ein bisschen Movement Speed. Danach gehe ich auf ein Last Whisper. Allein, ihr müsst einfach bruisen können. Und es reicht nicht, wenn ihr nur dieses typische Jungler Item habt. So zwei AD-Items empfehle ich euch dann doch noch. Deswegen sage ich ja Off-Tank und nicht Full-Tank. Danach verkaufe ich halt meine Boots of Mobility und wechsle die in Mercuries um. Ist halt einfach Fakt. Weil, wenn ihr das Gegnerteam jetzt mal begutachtet, wir haben einfach mal auf der Top eine Nidalee. In der Mitte haben wir ein Yasuo, im Jungle haben wir eine Shyvana und auf der Botlane haben wir, soweit ich mich recht entsinne, einen Graves und einen Lee Sin. Genau, das war ein Lee Sin Support. Aber die Nidalee wird im Laufe des Games einfach so stark. Nidalee ist einfach ein starker Champ. Ich sag's ja immer nur oft genug. Nidalee ja auch. Aber nicht gerade, wenn ich ABZ bei der Kategorie J bin, wie Jarvan. Da muss ich einfach Jarvan spielen und kann nicht sagen, ich spiele jetzt Nidalee. Sonst würde ich den ganzen Tag von mir aus Nidalee spielen. Musste ich einfach auch auf viel Magic Resist bauen. Also, dass ich hier einmal das Iron Solari habe, die Mercury's Boots und zum Schluss sogar nochmal ein Benji's Veil kaufe. Das sind übrigens meine ganzen Items. Hier wird der Graves übrigens gedankt. Ihr habt gerade gesehen, der Graves kam von der Lane. Ihr besitzt ein Item. Eins. Und das ist euer scheiß verkacktes Jungler-Item. Und damit zerstört ihr diesen gegnerischen ADC einfach mal so schnell. E, Q, erster Auto-Tag durch die Passive. Hier den Lee Sin nochmal mitgenommen. Und dann die Ulti hinterher. Und guckt euch das an. Ihr rennt einfach wie von der Tarantel gestochen. Und disengaged einfach. EQ, zack, weg, tschüss, wir sehen uns morgen. Ja, da war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, Jarvan ist verdammt stark. Die Ulti hat zwar eine hohe Cooldown, aber wenn die Ulti sitzt, dann reißt die wirklich einen kompletten verdammten Teamfight. Das ist einfach so. Und Jarvan, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Jungler spielen sollte, auf jeden Fall Jarvan und Lee Sin, die machen echt höllisch viel Spaß. Es ist am Anfang vielleicht ein bisschen tricky mit eurer EQ-Kombination, dass ihr den Gegner wirklich hochknockt. Das lernt ihr aber im Laufe der Zeit. Das ist nicht zu vergleichen, als würdet ihr jetzt einen Instinct-Move von Lee Sin lernen wollen. Das ist sozusagen, das ist Kindergarten und Lee Sin ist dann, sage ich mal, schriftliches Abitur. Das hat man innerhalb von 3-4 Games drauf. Und wenn es beim 5. noch nicht klappt, spätestens dann wird es irgendwann klappen und dann seid ihr einfach ein wirklich starker Jarvan-Spieler. Womit ihr auch wirklich carryen könnt. Also Jarvan, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Champion, mit dem ihr auf jeden Fall carryen könnt. Viele fragen mich nämlich von euch, ja, ich bin Silber, spiele aber fast wie Gold noch was und mein Team, das feedet immer und bla bla bla. Dann kommen immer die anderen und sagen, hey, dann kannst du gar nicht so gut sein, weil ein guter Spieler muss sein Team carryen können. Jetzt gebe ich euch mal ein verdammtes Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt ein Gegnerteam mit sau viel CC und ihr spielt Mitte ein Champion, mit dem ihr wirklich viel reisen könnt, beispielsweise LeBlanc. Ihr spielt LeBlanc. Mit LeBlanc macht ihr wirklich so viel Schaden, dass ihr den gegnerischen AD Carry, AP Carry und was weiß ich, one-hitten könnt. Also ihr seid rein theoretisch in der Lage zu carryen.
dann werdet ihr CC'd und werdet getötet. Ihr verliert, weil euer Team insgesamt alle 03, 04 kein Dragon, die haben ihren Baron bekommen. Dann könnt ihr mir nicht als Ausrede bringen: Ja, dann spielst du aber nicht wie Gold. Ich beziehe das jetzt nicht auf mich, ich beziehe das jetzt auf meine Abonnenten, die mich fragen: Ey, was soll ich tun, um mein Team zu carryen? Ich spiele meistens immer gut, aber mein Team feedet immer und trollt und was weiß ich. Ich verstehe eure Lage da 1000%ig. Ich kann mich da genau in euch reinversetzen. Aber Jarvan ist wirklich so ein Champion, mit dem ihr wirklich carryen könnt. Warum, frage ich euch? Ihr werdet im Laufe des Games sehen, dass ihr nicht viele Kills braucht, um an Items zu kommen, geschweige denn, um was erreichen zu können. Jarvan ist kein Item-starker, abhängiger Champion. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht Fullbild sein, um euer Team carryen zu können. Die Eigenschaft, die Jarvan nämlich mit sich bringt, sind nämlich seine Fähigkeiten, die dazu anleiten, carryen zu können. Das heißt, ihr habt einmal die Ultimate, mit der ihr einen Kataklysmus erstellt, wo ihr einfach mal den gegnerischen AP-Carry oder AD-Carry noch so gefeedet einfach cagen könnt. Und dementsprechend, wenn ihr dann nicht einen total retardeten AD-Carry habt, der einfach nur außerhalb des Kataklysmus steht und Rechtsklick drückt, dann sollte das rein theoretisch funktionieren. Dementsprechend finde ich, Jarvan, hier, das muss einfach sein. Tut mir leid, aber Hashtag getdankt, dürft ihr alle mal in die Kommentare schreiben. War einfach notwendig, hier den Yasuo zu danken. Also wie gesagt, ich finde Jarvan, meine persönliche Meinung, sehr stark. Ich habe gar nichts über mein Team gesagt. Wir haben also gerade deren Gegnerteam besprochen, aber unser Team haben wir gar nicht besprochen. Aber das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon längst gesehen, dass wir eine Jinx auf der Botlane, eine LeBlanc in der Mitte und einen Shogun auf der Toplane. Alistar betritt die Botlane ebenfalls und mich im Jungle seht. Ja. Wie gesagt, kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Wir haben das Item-Bild besprochen. Warrior, Jungler-Item, dann Mercury Boots, Iron Solary oder erst Randuins und dann Iron Solary, dann Last Whisper und das letzte Item habe ich hier als Benji's Veil genommen, weil eine Nidalee mit den Sperren halt wirklich dann nur engaged, wenn sie ihren Speer trifft. Und zusätzlich gibt Benji's Veil noch Magic Resist, dementsprechend habe ich mir gedacht, das passt gut zusammen. Hab dann im Late Game so ungefähr 3700, 3500 Leben. Wenn ihr die richtigen Masteries und Runen bei habt, wie ich gerade nicht. Für die fragen, was meine Runen sind, sind relativ simpel. Ich habe 15 AD in den roten und Magic Resist in den blauen und Armor in den gelben drin. Also Flat AD, Flat Rüstung, Flat Magic Rüstung. In den großen habe ich auch nochmal AD. Also das heißt, irgendwo in den roten nur AD und in den heftigen, wovon man nur 3 haben kann, habe ich auch noch mal AD. Masteries habe ich hier die 2190 mitgebracht. Für die sich da interessieren, was ich da wirklich geskillt habe, schreibt es mir mal in die Kommentare, dann sage ich euch das mal. Dementsprechend habe ich das mit Jarvan jetzt hier auch abgeklärt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt alles zu Jarvan gesagt. Sein Item-Bild, seine Fähigkeiten habe ich angeschnitten, wie ich ihn spiele, wie schlecht ich am Anfang im Jungle war. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe jetzt hier auch alles zu Jarvan gesagt. Und ich würde euch gerne jetzt das Gameplay überlassen. Das kann man sich wirklich noch geben. Ich finde, ich habe jetzt hier in dem Commentary echt genug gelabert und auch wahrscheinlich auch viel zu viel. Ich glaube, ich habe nicht eine Pause reingelegt. Das ist einfach, beim Live-Commentary ist es halt nochmal das komplette Gegenteil. Im Live-Commentary muss ich mich auf die Situation entspannen und dementsprechend, was heißt entspannen? Das klingt eher so, als würde ich irgendwas Hocherotisches mit dem gegnerischen Champion starten. Ich muss mich einfach darauf konzentrieren, nicht zu feeden. Und. Dementsprechend, ist das hier das komplette Gegenteil, weil ich habe hier einfach mein Mikrofon vor mir, sehe das, was ihr seht und kann labern. Und ja, ich würde sagen, ich habe genug gelabert. Ich überlasse euch das restliche Commentary. Wirklich, es ist lohnenswert. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge für Jarvan habt an dem Punkt, wie ich ihn besser spielen könnte, welche Builds und was weiß ich, auf jeden Fall mir Kommentare schreiben. Ihr wisst, ich lese mir die Kommentare immer durch.
Auf manche Kommentare antworte ich nicht. Das liegt dann daran, dass diese keine Fragen beinhalten. Aber normalerweise gehe ich einmal am Tag die Kommentare durch und beantworte die auch. Also Verbesserungsvorschläge, alles Mögliche in die Kommentare. Favorisieren, abonnieren, liken und teilt es eurer Mutter und zeigt es eurer Oma. Ich mache nur Spaß. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in einem erneuten Commentary wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Mittwoch. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Ciao. It's a good day to die. Massive, now and forever. Protect the faithful. Today is a good day to die. Find me great. Who dares defy my will? Stand with me, brothers and sisters. Father, the king. Insane. Enemy killing spree. Shut down.
Demacia, now and forever. Your turret has been destroyed. Power is nothing but to do and die. We shall rest when we are dead. Topple their forces. An enemy has been slain. Stand with me, brothers and sisters. Find me greater foes. Stand with me, brothers and sisters. For my father, the king.
protect the faithful. Today is a good day to die. You shall rest with me. Forever. Who dares defy my will? No quarter for the wicked. An enemy has been slain. Double. And forever. Stand with me, brother. Thank you.
Find me greater foes. Today is a good day to die. Who dares defy my will? Yeah.